Hallo meine lieben Freunde, es gibt schon wieder einige Fragen an mich und ich habe euch die Möglichkeit gegeben, mir bei Ask einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Mein Profil zu Ask findet ihr dort unten verlinkt. Wenn ihr nach diesem Video und nach den Fragen, die ich jetzt beantworten werde, dort unten noch Kommentare hinterlasst mit weiteren Fragen, die ihr euch noch stellt, dann können wir ja möglicherweise noch so ein Video dazu machen. So, jetzt kommen wir aber erstmal zur wichtigen Eingangsfrage. Wer hat denn eigentlich dieses Paket gewonnen? Also dieses von mir zusammengestellte Fanpaket, was ich zum 10.000 Abonnenten-Special verlost habe. Ja, das ist jetzt spannend und weil ich es noch ein bisschen spannender machen will, mache ich jetzt erstmal ein Intro, ne? Okay Leute, also zugegeben, es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen blöd, ja? Und ich habe es echt versucht zu vermeiden, aber aufgrund der schieren Zahl an Kommentaren, die ich bekommen habe bezüglich, ja, ich möchte dieses Paket gewinnen, habe ich die Nerven verloren, habe dann einfach die Augen zugemacht und einfach mal runter quer durchgescrollt. Und das, wo ich drauf gelandet bin, ist der Gewinner für dieses Paket. Ja, und Leute, es klingt echt doof und es ist mir wirklich ein bisschen peinlich. Aber es ist nun mal so passiert, gewonnen hat The Little Naughty Girl oder The Naughty Little Girl auf YouTube. Der Name ist echt, also okay, ne? Also herzlichen Glückwunsch, wenn du auf Facebook bist, schreib mir doch bitte auf Facebook, da sehe ich es wenigstens, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, dass ich es mitkriege, weil bei YouTube ist das alles ein bisschen, ja. So, der Gewinner ist ermittelt und ja, es ist eine Frau, vermute ich mal. Das ist jetzt keine Bevorteilung, es war halt Zufall, ne? So, und jetzt kommen wir zu den Fragen. Machst du irgendwann mal ein Leute stellen beschissene Fragen und ich gebe beschissene Antworten Video? Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Moment, ich bin mittendrin! Kennst du Samantha Evans? Mach doch mal was zusammen, sie ist auch cool und alternativ. Moment, Sam, kam das gerade von dir? Hattest du Latein in der Schule? Quod erat demonstrantum. Bitches. Mit Abstand bester YouTuber! Das ist keine Frage. Wenn dich ein Superheld beschützen müsste, weil dein Leben in Gefahr ist, welcher wäre es? Catwoman. Was geht so? Ja, ist gerade ein bisschen lame hier, aber... Ja, dir? Sieht man dich dieses Jahr wieder beim Rock im Betonwerk Festival? Sorry Leute, in dieser Woche bin ich leider für mein Institut unterwegs und werde für mein Studium ausgebeutet. Dementsprechend kann ich leider nicht kommen. Sorry. Wie findest du die Band Varg? Also das alte Zeug war ja gut, ne? Wie heißt Su? Moment, ist das jetzt eine Fangfrage? Was studierst du? Ja, also ich studiere Lehramt Geografie und Deutsch. Ja, liebe Leute, dieses Gesicht ist für die Zukunft eurer Kinder verantwortlich. Viel Spaß. Ab wann akzeptierst du persönlich jemanden als Metaller? Muss er 1000 Bandshirts haben, hunderte Patches an seiner Kleidung? Oder reicht es, wenn er die Liebe zur Musik teilt, egal wie er aussieht? Würde mich mal interessieren. Also wenn er nicht wenigstens 3 Patches im Gesicht trägt, dann kann er nicht wirklich ein Metalhead sein, ja? Also hallo, Meise oder was? Fährst du auf Summer Breeze 2014? Möglicherweise kennt ihr ja mein Video zum letzten Jahr und ich war ja nicht wirklich begeistert, aber ich gebe dem Festival nochmal eine Chance und vielleicht wird es ja doch besser. Ich habe die Hoffnung, ja. Allerdings, wer keinen Bock auf Summer Breeze hat, kann aufs Metal Frenzy fahren. Und ich sag euch so viel, dafür habe ich noch Festival-Tickets zu verlosen später. Ist Endstille NSBM? Nein, die sind einfach nur schlecht. Was sagst du zu christlichem Metal? Ja und Amen. Hast du schon mal gesehen, wie ein Wal explodiert? Nein. Zeig her. Wenn dein Leben ein Buch wäre, würdest du deine Lebensgeschichte weiterlesen? Warum? Also jetzt so nach dem Motto, dass ich dann wüsste, was bald mit mir passieren würde? Vermutlich ja. Ich denke, der Mensch ist ja neugierig, ne? Und wenn er da seinen Lebensweg... Aber auf der anderen Seite ist es ja dann alles langweilig. Kann man dann von seinem Lebensweg abgehen, wenn man weiß, was man macht und dann einfach absichtlich was anderes macht?
Oder wird das Buch dann umgeschrieben? Ich denke, ich würde lesen, ja. Neugierde halt. Könnte ich gar nichts gegen tun. Außerdem stehe ich auf Road Movies. Halt dein Maul, Facebook. Welches ist dein erfolgreichstes Video auf YouTube? Mein erfolgreichstes Video momentan ist tatsächlich Metal Liebe 1 mit 130.000 Aufrufen. Und mein zweiterfolgreichstes Video, das kennt ihr alle gar nicht, weil das gar nicht von diesem Channel ist, sondern von einem geheimen Let's Play Channel, auf dem ich eigentlich gar nichts weiter gemacht habe. Und es hat mittlerweile auch schon 60.000 Aufrufe. Ich glaube, ich sollte irgendwie mal Let's Plays machen. Das funktioniert scheinbar gut. Also ich habe das einfach hochgeladen ohne Abos und habe dann 60.000 Aufrufe. Das ist echt krank irgendwie. Aber ich zock nicht mehr so viel. Du bist ein Einhorn. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nein, ich muss schon wieder an was Perverses denken. Also schnell zum nächsten. Knoblauch und Käse oder Skyrim. Entscheide dich. Nein, 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 nein. Knoblauch und Käse. Skyrim, naja. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt einfach mal random die Fragen beantwortet, die euch so auf dem Herzen lagen. Und wenn ihr noch ein paar habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch irgendwas Dämliches schreiben, wenn ihr wollt, dass ihr im nächsten Video auftaucht und denkt, ihr seid so cool. Und deswegen könnt ihr was Lustiges schreiben. Weiß ich nicht. So, aber da ihr auch ein bisschen mitarbeiten sollt hier, machen wir jetzt eine kleine Challenge-Time. Ja? Ich stelle euch jetzt folgende Aufgabe und die besten 5 eingereichten Ergebnisse werden im nächsten Video vorgestellt. Ja, was macht man da? Genau, macht ein Bild von euch, wie ihr ausseht, wenn ihr ein Video von mir seht, beziehungsweise seht, dass ein Video von mir gerade gepostet worden ist und ihr das unbedingt sehen müsst. Also von wegen sowas wie, oh mein Gott, also einfach mal ein Foto von euch an diese E-Mail-Adresse schicken, derdunkleparabelritter@web.de, und dann könnt ihr möglicherweise im nächsten Video partizipieren, sagt man. Also dann seid ihr möglicherweise im nächsten Video zu sehen. Also, kleine Challenge für euch, beziehungsweise Fragen dort an mich gestellt. Bis zum nächsten Video, ich freue mich, dass ihr dabei seid und tschüssikowski, ich bin der dunkle Parabelritter.